Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge geht es um den Envelope Follower. Der Envelope Follower ist ein Modulator, der eingehendes Audiosignal in ein Steuersignal umwandelt, mit dem man dann nachfolgende Parameter steuern bzw. modulieren kann. Und wie das genau geht, das zeige ich euch jetzt in der folgenden 20-teiligen Serie. Aber legen wir doch einfach mal los. So, das ist der Envelope Follower. So, und den Envelope Follower findet man, wenn man hier auf das Plus geht und dann hier auf Audio Driven, auf die Kategorie Audio Driven geht, dann befindet sich hier der Envelope Follower. So, das heißt, der Envelope Follower braucht immer ein Audiosignal als Eingang und dieses Audiosignal, das wandelt er dann um in ein Steuersignal. Der Envelope Follower hat relativ einfache Parameter hier drin, das heißt, ich kann das eingehende Audio nochmal verstärken oder abschwächen, je nachdem, welche Richtung ich gehen will. Dann kann ich mich entscheiden, ob ich mich für die Peaks des Audiosignals oder für den RMS-Wert, also eher so diesem Körper, nehmen wir doch einfach mal hier diese Welle hier, und zwar das hier sind die Peaks, die immer so hoch so spitz hochgehen, und der Körper ist dann eher so hier diese Durchschnittswerte, also dieser Root Mean Square. So, und dazwischen kann ich mich entscheiden, das heißt, da habe ich wesentlich mehr Hektik drin, mehr Reaktionszeit, und da ist so ein bisschen gemitteltere Werte. So, darunter habe ich dann zwei Parameter, das eine ist Rise and Fall, das kennen wir ja vielleicht schon vom Kompressor, das heißt, dass der Rise bestimmt einfach die Zeit, wie lange der Envelope Follower braucht, bis er auf einen Peak oder auf einen höheren Wert reagiert, und Fall, wie lange er braucht, um von der Modulation, also die Werte, die er empfängt, wieder runterzukommen auf Normalwert. Und bei dem Amount kann ich einstellen, ob das 100% gemacht wird, ob dieser Ausschlag 100% durchgeführt wird, diese Modulation, 0% oder auch das Ganze invertiert. Das heißt, ich kann dann einfach sagen, wenn der Peak nach oben geht, dann kann ich sämtliche Modulationen auf links drehen quasi. So, ich habe jetzt hier mal ein kleines Beispiel vorbereitet mit einem Beat. Und bei dem Beat, den lasse ich einfach mal ganz kurz laufen hier. So, und jetzt bin ich einfach mal hingegangen und habe einen Delay hier reingepackt. Und habe hier einen Envelope-Follower so konfiguriert, dass jedes Mal, wenn die Bassdrum kommt, der Mix runtergedreht wird und der Feedback runtergedreht wird oder das Feedback runtergedreht wird. So, und die Kickdrum habe ich hier noch mit dem Low-Cut so ein bisschen rausgeschnitten. Den habe ich auf 1,3 kHz gestellt. Den Rise auf sehr reaktionsschnell, das heißt, dass der sofort reagiert, wenn ein großer Ausschlag kommt, und Fall so ein bisschen gemächlicher. Das Ganze im Peak hier, und wenn ich das jetzt hier mit erstmal ohne Delay anhöre und dann zwischendrin einfach den Delay wieder anmache, man hört es so ein bisschen bei den Hi-Hats, dass da das Delay so ein bisschen funktioniert. Ich kann es auch noch ein bisschen auffälliger machen. Beziehungsweise könnte ich das hier noch ein bisschen weniger machen. Und dasselbe habe ich nochmal gemacht mit einem Reverb. Da habe ich auch nochmal einen Envelope Follower hingepackt. Und hier regle ich dann einfach, das sieht man jetzt an der Stelle leider nicht, da muss ich das Ganze ein bisschen größer machen. Da habe ich dann einfach die Weite und den Mixer runtergedreht. Jedes Mal, wenn wieder ein stärkerer Schlag da reinkommt. So, also wieder groß, vielleicht ein bisschen zu groß. So.
So kann man den Beat so ein bisschen aufpumpen. Und das Ganze habe ich dann hier nochmal mit einem Polymer Delay gemacht. Und wenn ich den jetzt einfach mal, also bei dem Polymer habe ich noch so ein Delay hinten dran gemacht. Ähnliches Beispiel wie oben bei dem Beat, auch wieder den Envelope Follower auf den Mix gelegt. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Ton reinkommt, wird der Delay-Mix runtergedreht, damit ich einfach einen undelayten Ton habe, wenn ich spiele. So, und wenn ich jetzt den Delay anmache, oder das Delay, jedes Mal, wenn ich die Taste loslasse, setzt dann das Delay ein. Das heißt, ich habe den trockenen Sound, wenn ich spiele, und sobald ich die Taste loslasse, dann habe ich dann das Delay hinten dran. Und nochmal sowas Ähnliches habe ich dann hier gemacht, auch wieder mit einem Reverb, habe ich auch wieder einen Polymer genommen, und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Akkord hier spiele und die Taste loslasse, dann wird hier der Mix aufgedreht. Das heißt, sobald ein Ton erklingt, wird der Mix ausgedreht. Und dann kommt er wieder rein mit dem Parameter hier bei dem Fall. Und so als lustiges Schmankerl habe ich dann hier noch einen Pitch-Shifter in das Wet-FX gelegt, nach hinten. Das heißt, inklusive einem ADSR mit dazu. Das heißt, jedes Mal, wenn ich die Taste loslasse, wird der Nachhall geschiftet. Ich spiele erstmal so. Wenn ich den Pitch jetzt anmache, das kann man eben wunderbar mit dem Envelope Follower machen. Also nochmal zusammengefasst, der Envelope Follower macht nichts anderes, als dass er ein eingehendes Audiosignal erwartet. Das heißt, man kann den Envelope Follower jetzt zum Beispiel nicht hier vorne zum Beispiel an den Polymer rantun. Wenn man hier den hier vorne dran macht, dann wartet er auf ein Audiosignal, kriegt aber nie welches, weil der Polymer ja als allererstes das Audiosignal produziert, und das kommt dann erst nach dem Polymer raus. So, das heißt, der Envelope Follower nimmt ein Audiosignal, wandelt es in Steuersignale um, das ich benutzen kann, um andere Parameter, nachfolgende Parameter zu steuern. Und dann habe ich eben noch diverse Drehregler, Parameter, die ich hier auch nochmal einstellen kann. Der Gain ist, wie gesagt, das Signal, was reinkommt, nochmal zu verstärken. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel das hier habe und nehme das jetzt mal auf 0, dann ist es unter Umständen nicht laut genug und mir schließt der Regler hier nicht. Also muss ich das hier an der Stelle so ein bisschen verstärken, sodass ich den Regler komplett hier schließen kann. Dann der Modus mit dem Peak und dem RMS. Also Peaks sind halt die lautesten kurzen Ausschläge. RMS ist so ein Mittelwert. Dann Rise und Fall. Gebe ich nochmal an, wie schnell quasi diese Regleränderung oder Signaländerung wirken soll. Und bei Fall gebe ich einfach an, wie lange es braucht, dass das wieder auf Normalzustand rückgeht. Und bei Amount habe ich nochmal die Möglichkeit, den Bereich, in dem die Signale quasi weitergeleitet werden. Wenn ich das jetzt von 100 auf 50 oder tiefer einstelle,
geht mir zum Beispiel dieser Hall auch nicht ganz zurück. Also ich muss das auf 100 hochstellen oder ich kann diesen Amount eben auch ins Negative einstellen, sodass meine Modulationen dann quasi in die andere Richtung gehen würden, was bei dem Regler jetzt nicht wirklich Sinn macht. Aber wenn ich sowas habe wie zum Beispiel einen Pitch, den ich hochpitche beim Spielen und oder runterpitche mit dem Amount-Regler, dann kann ich das halt einfach hier direkt relativ einfach machen. Okay, das war's. Wenn es euch gefallen hat, dann kommentiert bitte, das hilft mir sehr. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.